Hallo, jetzt werden wir beim Wiederkehr hier oben die Abdeckung abmachen. Hier, dazu müssen wir ein paar Schrauben lösen. Die befinden sich hier, hier unten, hier und auf der anderen Seite genauso hier und hier. Das mache ich mal. Ich nehme dafür einen Kreuzschritt-Schraubendreher. Damit es schneller geht, habe ich hier auch einen Akkuschrauber. Man kann das aber auch ganz normal mit einem normalen Werkzeug machen. Die Schrauben, 4 Schrauben sind draußen. Jetzt ist der zusätzlich hier oben noch eingeklipst. Das heißt, wir können den jetzt hier anheben. Ein bisschen hier vorsichtig. Am besten ich mache es mit dem Daumen runterdrücken und hier auf der Seite mit den Fingern. Ich zeige es mal auf der Seite. Hier. Daumen runterdrücken. Hier ist die Verkleidung hochdrücken. Schön langsam hier rausheben. So. So, mal wackeln, runterdrücken, zack, jetzt können wir das vorsichtig hier, nicht dass wir unten gegen den Lack kommen, rausheben, haben wir verschiedene. Jetzt kommen wir an die Beleuchtung, unser Blinker, einfach von hinten an den Stecker, zack, da können wir Blinkerbirne tauschen. Einmal kommen wir hier an unser Fernlicht und Abblendlicht. Dran denken, wenn ihr ihn einsetzt, auf das richtige Leuchtmittel achten. Dann können wir hier schön rausdrehen. Da haben wir es mit dem Schirm. Einsetzen geht genauso einfach. So. Und hier unser Standlicht. Und hier der Blinker von der anderen Seite. Wenn das Blinkerglas mal getauscht werden müsste, das hier, dann sind das die Schrauben hier. Für die Blinker. Der hat hier unten, ich zeig's mal, nochmal eine Einstellschraube, womit man den Lichtkegel leicht nach oben und nach unten bewegen kann. Dafür den hier lösen, gegen eine Wand strahlen, einstellen. Wie gesagt, ein bisschen was kann man da ändern. So, ziehen wir die Stecker ab. Für in Fahrtrichtung rechts haben wir hier einen blau-schwarzen für den Blinker. Für in Fahrtrichtung den linken Blinker haben wir hier orange-schwarz, das ist der Stecker hier. Das hier ist unser Standlicht, unser Fernlicht und unser Abblendlicht. Das ist der Stecker hier. Zum Stecker lösen, Pin-Kontakt runterdrücken, am Stecker selber festhalten, nicht an den Kabeln, schön an den Stecker selber und auseinanderziehen. Dann lege ich das mal vorsichtig auf Seite. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.